Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben und ich würde jetzt vorschlagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir finden hier nichts Nützliches. Ihr könnt den Gegenständen und Zaubersprüchen aus eurem Journal Schnelltasten zuweisen. Ja, das haben wir schon getan. Was ist denn hier? Hundshute. Ihr könnt noch am Geräusch hören, ob ihr erfolgreich was gepflückt habt oder nicht. Solange ihr und eure Nachkommen so nicht, könnt ihr trotzdem Sachen vorher brennen. Bla 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 bla. Das brauchen wir alles nicht. Verbrauchen wir Platz. Ah. Der Goblin da vorne hat euch noch nicht erspäht. Vielleicht könnt ihr an ihm vorbeischleichen. Um den Schleichmodus einzuschalten, drückt die linke Steuerungstaste. Ihr seht, dass das Fadenkreuz zu einem Auge wird, wenn ihr schleicht. Wenn das Auge dunkel erscheint, kann euch jemand sehen. Je heller es wird, desto näher seid ihr daran, entdeckt zu werden. Man sieht, es ist sozusagen noch unsichtbar, aber jetzt machen wir mal kurz so einen Schleichangriff und er ist tot. Und dabei ist der Tranken geflogen. Ja, mal sehen, der Dietrich hier dabei. Dietrich sind immer gut. Wir sehen hier Waldlichtstängelhüte, Hundshute und Novizenmörserstöße. Ihr habt immer so einen Schlüssel gefunden. Rüstet euch damit aus, um Tränke oder Gifte auszutaten, mit ähnlichen Wirkungen herzustellen. Eure Alchemiefertigkeit macht eure Mixtur noch stärker. Ja, also mit Alchemie werde ich nicht so viel am Hut haben. Das werde ich schon mal von vornherein sagen, weil ich damit mich einfach nicht anfreunden kann. Ah, knacken. Dietrich, Fackeln und Geld. Geld ist immer gut. Ne, das war jetzt keine Absicht. Was gibt's denn hier noch? Pilz. Haben wir nichts. Da haben wir was gehabt. Da haben wir schon wieder was gehabt. Und da haben wir schon wieder was gehabt. Rennen wir mal weiter. Gehen wir mal ein bisschen mit fahren Bogen daher. Stirb! Okay, Treffen ist so eine Kunst. Wieso sind die Feinde so weit gezogen? Das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf. So, tot. Eisenpfeil, Wärmpelz und Gold. Rustiges Eisenkurzschwert nehmen wir jetzt aber mal mit, auch wenn es uns gar nichts bringt. Pfeil. Ich habe doch irgendwo noch einen Pfeil in die Ecke hingeschossen. Alles egal. Okay. Jetzt kommt wieder ein Teil. Ne, jetzt noch nicht. Es kommt mal gleich wieder ein schöner Teil. Ja genau, da hinten sind Baumstämme. Damit kann man sozusagen Fallen benutzen und sie für sich selber, sage ich jetzt mal, nutzbar machen. Sage ich jetzt mal. Und man nutzt die Falle, um sich halt einen eigenen Vorteil zu verschaffen. Apfel, ist da noch was drin? Nee. Man sieht, normalerweise würden wir total zusammenfallen, aber jetzt aktivieren wir das, dann fallen wir runter und rollen unsere Feinde zusammen. Sowas würde wir uns im Spiel auch noch öfters entgegenkommen. Was hat denn der dabei? Dietrich. Was hat der? Eisenpfeil, nehmen wir einmal mit. Und ja, Dietrich. Eisenpfeil. Dietrich. Ja, am Anfang wird mit Dietrich nur wirklich richtig rumgeschmissen. Aber später findet man kaum noch welche, da muss man sie sich entweder kaufen oder so. Gehen wir mal weiter. Oh, genau, an dieser Stelle da. Mache ich kurz Save. Weil es wird ziemlich etwas lustiger. Ja, der hat uns jetzt entdeckt, ganz toll. Okay, treffen uns auch mit uns. So, tot. Eisernes Kurzschwert nehmen wir jetzt aber mit Messer brauchen. Okay. Wir werden jetzt mal unseren Bogen ausrüsten. Den Typen, der hier hinten ist, den werden wir jetzt mal eiskalt abschießen. Man hat uns entdeckt, aber wir werden jetzt mal diese Steine nutzen, um die Ratten, die da drin sind, dazu zu bringen, die Goblins anzugreifen. Die unterstützen uns halt jetzt mal. Eisenpfeil, Rattenfleisch, Gold. Wie man sieht, die Ratten da unten laufen jetzt ein bisschen amok. Und hinten ist eine Zauberin, vor der müssen wir uns in Acht nehmen. Wenn wir uns jetzt um den hier gekümmert haben. Tot. Ach, nichts Besonderes, okay.
mir ist halt aufgefallen, wir haben die falsche Waffe. Okay, da vorne ist die Zauberin. Und der müssen wir uns echt ein bisschen in Acht nehmen. Weil die hatten nämlich schöne Zauber drauf. Wenn die mal auf uns losgehen will. Genau, das meine ich. Die Dinge machen kaum noch Schaden. Das zaubern wir mal zurück. Und nee, sie ist tot. Kleiner Seelenstein. Ja, Seelensteine immer mitnehmen. Seelensteine sind nämlich sehr praktisch. Das machen wir, sagen wir mal so. War ein Spaß. Mach mal die Siegel. Ja, was kann ich denn? Ach, Stierbratte. So sieht's aus. Who's the man? I'm the man. Schauen wir uns mal hinten weiter in der Ecke gucken. Truhe, eisernes Langschwert. Reparaturhammer. Mit Reparaturhämmern. Ihr habt einen Reparaturhammer gefunden. Rüstet euch damit aus, um mit Hilfe eurer Waffenschmiedfähigkeit eure Waffen und Rüstungen zu reparieren. Beschädigte Waffen und Rüstungen sind weniger wirksam. Es ist also angeraten, sie stets im guten Zustand zu halten. Genau, das ist dieser Wert hier. Ganz rechts. Das zeigt halt, sag ich jetzt mal, den Zustand dieser Waffe und der Rüstung an. Kiste Rattenfleisch. Yeah. Noch mehr Dunkelbier brauchen wir nicht. Wir haben schon genug Bier. Ich bin auch hier nicht so der Alkohol-Fan, damit ihr es nur schon mal wisst. Verdammt! Genau, das passiert, wenn man falsch Schlösser knackt. Gold. Turm. Den Rest brauchen wir nicht, diese Vase. Ich werde euch jetzt mal kurz zeigen, wie es hier sich mit den Reparaturhammer verhält. Man hat hier zack und dann kriegt man einmal nur drauf. Und dann, ja, manchmal zerbricht der Hammer. Und ich zeige euch mal kurz, wie Alchemie funktioniert. Man hat so, es gibt verschiedene Sachen noch. Man nimmt dann so eine Zutat, wie zum Beispiel Apfel mit einem Käsestück. Und geht dann auf Erstellen, man sieht, was da rauskommt. Und mal auf Erstellen, dann wird jetzt was erstellt. Das war jetzt so viel zu Alchemie. Wie gesagt, ich werde nicht so oft zu Alchemie benutzen, weil ich, wie gesagt, ich finde es eigentlich sinnlos. Weil dafür gibt es Händler, die uns Tränke geben. Eisenpfeil nehmen wir gleich mal mit. Dietriche nehmen wir immer mit. Jo, unter der Kaiserstadt. Falls ein Thema sehen, das Schweiß an Gold fahren wahrscheinlich hat der Charakter euch nämlich alles erzählt, aber nur wenn ihr ihm sympathisch erscheint, er wird das euch uns erzählen. Ach, das war jetzt schnell gelesen. Okay, ihr spielt wieder mal einen Monitor ein bisschen rum. Ganz toll, ganz wir toll. Wir sollten eine Stelle finden, die wir leicht verteidigen können und den Kaiser schützen, bis Hilfe. Ah, da sind ja wieder unsere Freunde. Hilfe? Wie kommt ihr darauf, dass Hilfe eintrifft, also bevor noch mehr von diesen Kerlen kommen? Ah, Gegner. Den Kaiser von hier vorbringen. Was ist los? Seid ihr müde? Okay, wir lassen ihn aber mal gehen. Okay. Jetzt werden wir unser Sternzeichen kriegen. Ihr könnt euch eigentlich auch nützlich machen. Hier, nehmt diese Fackel und bleibt in der Nähe. Okay, also diese Fackel gehen wir jetzt nicht weiter mit ihr reden, weil es mich jetzt ein bisschen verwirrt. Kommt mit uns. Normalerweise müssen wir... Er kann uns helfen. Ja, genau. Das muss er uns muss uns helfen. Wie? Sie können nicht verstehen, weshalb ich euch vertraue. Sie haben nicht gesehen, was ich sah. Wie soll ich das erklären? Hört zu. Kennt ihr die Neuen? Wie sie unsere Schicksale mit unsichtbarer Hand leiten? Die Neuen führen und beschützen uns. Ich bin auf Götter nicht gut zu. Ich weiß nicht, ich denke nicht darüber. Wir sind nicht gut mit den Göttern. Ich habe den Neuen mein ganzes Leben lang gedient. Und ich finde meinen Weg durch die Zyklen des Himmels. Der Himmel ist mit zahllosen Funken markiert. Jeder von ihnen ein Feuer, jeder von ihnen ein Zeichen. Ich kenne diese Sterne gut und ich frage mich, unter welchem Zeichen stand eure Geburt? So, der Lehrling ist, sag ich jetzt mal, das Sternzeichen, was uns vorgeschlagen wird, nach dem, was wir bis jetzt durchgemacht haben. Aber ich bin nicht für den Lehrling. Okay, jetzt könnte ich mir alles vorlesen. Okay, ich werde es tun. Die Lehrlingseigenschaft bietet einen permanenten Bonus, der eure Magieattribut verdreifacht, euch aber nicht eine permanente Steigerung eurer Anfälligkeit für Magie und Wunderpunkte einbringt. Die Fürstin, die Eigenschaft Segen der Fürstin und Anmut der Fürstin übertragen permanente Boni von 20 Punkten auf eure Attributen Willenskraft und Konstitution. Der Magier. Die Magier-Eigenschaft gewährt euch einen permanenten Bonus, der eure Magieattribute verdoppelt. Der Dieb.
Die Dieb-Eigenschaft verleiht eurem Geschicklichkeitsattribut einen permanenten Bonus von 20. Der Atronach. Mit dem Atronach-Eigenschaft stellt ihr eure Magie nicht im Schlaf wieder her, sondern ihr erlangt einen permanenten Bonus, der eure Magie-Attribut verdoppelt, sowie einen konstanten Zauber-Absorptionseffekt zur Wiederaufladung eurer Magie. Ich verstehe es selber nicht und ich werde es auch niemals nehmen. Der Fürst. Der Sternzeichen des Fürst gibt euch den Zauberblut des Nordens zur Wiederherstellung von 60 Punkten Lebensenergie. Zugleich erhaltet ihr aber den Trollkenfluch, einen permanenten 100 Punkte Anfälligkeit für Feuer. Würde uns nicht viel ausmachen, das würde sich sozusagen rauskürzen, weil Dunkelelfen schon gut gegen Feuer sind. Der Liebhaber. Mit der speziellen Eigenschaft Kuss der Liebenden könnt ihr einmal täglich für den Preis von 200 Punkten Ausdauer einen Gegner 60 Sekunden lang leben. Die Mondkalteigenschaft überträgt einen permanenten Bonus von 20 Punkten eurem Attribut Charisma und Glück. Das Ritual. Unter den Zeichen des Ritualgeborenen können die spezielle Eigenschaft Maras Gift einmal täglich als mächtigen Zauber zur Wiederherstellung der Lebensenergie benutzen. Der Zauber gesegnete Berührung und gesegnetes Wort sind mächtige Zauber der Berührung bzw. Fernzauber für Vertreibung von Untoten. Die Schlange. Der Schlangenzauber verursacht bei Berührung 3 Sekunden lang Giftschaden der Größe 3, während er euch heilt und Magie gegen euch bannt, wobei ihr 100 Punkte Ausdauer verliert. Mit der speziellen Eigenschaft Mondschatten könnt ihr einmal täglich 60 Sekunden lang unsichtbar werden. Das Schlachtross. Die Schlachtross-Eigenschaft verleiht eurem Geschicklichkeitsattribut einen permanenten Bonus von 20. Sinnlos. Der Turm. Mit der speziellen Eigenschaft Turmschlüssel könnt ihr einmal täglich eine Tür oder einen Behälter der Schlossstufe durchschnittlich oder darunter öffnen. Die Bettelnase erlaubt euch Lebewesen von Ferne aufzuspüren. Brauchen wir auch nicht. Wir nehmen den Krieger. Der Krieger-Eigenschaft verleiht eurem Stärkeattribut einen permanenten Bonus von 20. Okay. Seid ihr sicher, dass ihr unter folgenden Stempel Zeichen geboren worden möchte? Der Krieger, ja. Die Zeichen, die ich gelesen habe, deuten vom Ende meines Weges. Der Tod, ein notwendiges Ende, wird mich zu gegebener Zeit ereilen. Was ist mit mir? Eure Sterne sind nicht die meinen. Heute soll euch der Krieger ein treuer Gefährte sein, wenn euch das Glück schwindet. Könnt ihr mein Schicksal erkennen? Habt ihr keine Angst zu sterben, ob ihr unser Schicksal erkennen kann? Meine Träume gewähren mir keinen Ausblick auf Erfolg oder Misserfolg. Ihre Sphäre dringt nicht durch die Türen des Todes. Aber in eurem Gesicht erkenne ich den Gefährten der Sonne. Die Dämmerung von Akatosh strahlendem Ruhm könnte die herannahende Finsternis vertreiben. Mit solcher Hoffnung und dem Versprechen eurer Hilfe muss ich mein Herz zufrieden geben. Habt ihr keine Angst zu sterben? Mir eilen keine Trophäen meiner Triumphe voraus, aber ich habe gut gelebt und mein Geist sollte schnell zur Ruhe kommen. Menschen sind nur Fleisch und Blut. Sie kennen ihr Schicksal, aber nicht seine Stunde. In dieser Hinsicht bin ich gesegnet, die Stunde meines Todes sehen zu können. Mein mir vorbestimmtes Schicksal. Und dann zu fallen. Wohin gehen wir? Ich gehe in mein Grab. Eine Stimme, schriller als jede Musik, ruft mich. Ihr könnt mir eine Weile lang folgen. Doch dann müssen wir uns verabschieden. Ich finde irgendwie, der ist voll emo. Jetzt ist keine Zeit zum Reden, Gefangener. Wir müssen weiter. Ich hab keinen angeredet. Schwuchtel. Okay, das war jetzt keine Absicht. Jetzt gehen wir aber mal weiter. So langsam geht mir auch hier die Zeit aus, sehe ich. Okay, ist keine Absicht. Wir werden noch einen kurzen Kampf machen und dann. Okay, das sind mir doch ein bisschen zu viele. Okay, Leute, an diesem Stelle werde ich mich verabschieden. Wir werden uns hier das nächste Mal sehen, genau an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen, schauen, bis zum nächsten Mal.